Mein neues Buch heißt Richtig leben und dann tue, was du willst. Und es geht um die große Frage, die uns ja eigentlich alle beschäftigt. Wie lebt man richtig und wo findet man für dieses richtige Leben Orientierungspunkte? Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, nichts Furchtbareres, als am Ende seines Lebens zu erkennen, dass man falsch gelebt hat. Es geht in meinem Buch um viele Geschichten. Ich erzähle viele Geschichten von meinen Anrufern und auch aus meinem eigenen Leben. Es geht um Liebe, um Tod, um Sexualität. Es geht um die Frage der Loyalität, der Freundschaft und immer wieder um die große Fragestellung, wo finde ich in allen Bereichen das rechte Maß? Ich habe das Buch anhand der 7 Todsünden gegliedert. Und dabei interessiert mich nicht die christliche Sündendefinition, darum geht es nicht, sondern es geht um die Essenz der Todsünden. Soweit ich das beurteilen kann, finden sich alle großen spirituellen Bewegungen, alle großen Religionen, Weltreligionen in diesen Todsünden wieder. Und insofern finde ich das einen sehr guten moralischen, ethischen Orientierungspunkt, diese Sünden sich anzuschauen. Das Buch ist kein Ratgeber, sondern es ist ein Gedankengeber. Und sehr viele dieser Gedanken stammen aus dem Zen-Buddhismus und aus der Mystik. Und beide Denkrichtungen sind weit davon entfernt, du sollst zu sagen, sondern sie weisen nur den Weg. Und jeder Einzelne muss für sich entscheiden, wie er diesen Weg beschreitet.